Und über den kam ich dann an meinen liebsten Hippie, an Wolle. Und Wolle hatte einen Führerschein. Ein langhaariger, voll verpeilter Typ, weil wir mit so einer Nickelbrille auch. Ein richtiger Hippie halt. Aber auch ein bekennender Hippie und sehr lustig, sehr sympathisch dabei. Und Wolle ist dann eine Zeit lang schon für mich gefahren, auch über Tag, immer wieder Ware ausgefahren. Der wollte nie was haben, noch schlimmer wie Icy. Wenn du dem Geld hingehalten hast, nee, behalt mal. Nach dem Motto, ich kann sowieso nicht damit umgehen. Haben wir dann ja auch festgestellt, jedes Mal, wenn ich ihm, ich habe dann Testläufe gemacht, wie schnell er sinnlos Geld verbrät. Ja, mal 500 Mark in der Hand gedrückt und so. So, jetzt nimm das. So. Und dann nach 2 Tagen habe ich ihn gefragt, was hast du mit deinem Geld gemacht? Ja, dies und das. Und dann, der lädt nur Leute ein. Der kauft sich selber gar nichts. Der verpulvert das Geld irgendwo in einer Nacht und dann war gut. So, nee, ist noch gut gefeiert. Okay, Wolle, wir teilen dir jetzt dein Geld ein. Ich bezahle deine Rechnung und dies und das. Der hat dann Icy mehr oder weniger fast schon nicht abgelöst, aber Icy war in seinem Zivildienst halt ziemlich über Tag auch beschäftigt. Ich weiß gar nicht mehr, was er gemacht hat. Irgendein Zivildienst auf jeden Fall. Ja, und ganz kurz zu Wolle. Wolle ist ein Stückchen kleiner wie ich. Damals nicht pummelig, heute neigt er so ein bisschen zum Bauch. LKW-Fahrer heute. Matte gehabt. Völlig bekifft den ganzen Tag, von morgens bis abends und total verpeilt dabei. Man muss ihm klare Ansagen machen. Du nimmst das, packst es in, musst ihm sagen, wo er es im Auto hinpacken soll und so, und dass er eine Decke drüber legen muss und so. Also was musst du ihm dazu sagen, weil sonst schmeißt du das einfach auf den Beifahrersitz, die durchsichtige Tüte fährt los. Völlig, er ist der Knaller. Also musst du ihm ganz im Detail genau, wir hatten kurz am Anfang mehrere Dispute deswegen, weil ich bestimmte Dinge denke ich mir, das ist doch logisch. Was muss ich dazu reden? Das ist so ganz klar. Wolle macht das einfach nicht. Der sieht das auch gar nicht. Das musst du ihm dazu sagen. Okay, aber dann funktioniert das auch genau so, wie du es angesagt hast. Das schafft er dann tatsächlich. Und ja, den mochte ich einfach, weil das total der Chaos war. Mit dem Kiffen war köstliche Nummer. Immer. Der hat mich so zum Lachen gebracht wie wenige Leute. Um ihn kurz als Charakter darzustellen, Wolle sagt zu Hause, die Olle, mit der er zusammen war, gab es regelmäßig richtig Reibereien und die hat den auch, zwischendurch hat sie ihn richtig Maß genommen. Eine, die ihn richtig geboxt hat. Ich gehe ihm Zigaretten holen. Schnappt sich ihre 10.000 Mark, die sie gerade vom Konto abgehoben hat. Geht Zigaretten holen. Direkter Weg zum Flughafen, ab nach Jamaika. 4 Wochen unterwegs. So hat er später noch meine Beziehung beendet. Ich gehe ihm Zigaretten holen. Wolle ist der Knaller. Er ist voll lustig, der Typ. Ich meine, es war die asoziale Aktion, aber es sind so seine. Das war Flucht jedes Mal für ihn. Ne? Der konnte dann nicht sagen, ich trenne mich jetzt. Der hat gelitten in der Beziehung und dann flüchtet er einfach. Ne? Lässt den Müll einfach hinter sich. Seine erste Zigarettenholaktion, wie gesagt, ist in Jamaika geendet. 10.000 Mark in 4 Wochen verbraten. Saß dann irgendwann im Bus und hatte. Nee, die waren dann schon mit dem Jeep unterwegs und waren dann in Dörfern irgendwie, auch quer durch den Dschungel. Der trampt dann, ne, mit dem Rucksack auf und das war's. Ne, und dann kreuz und quer überall mal anhalten und scheißegal, wo einen das, der Weg gerade hinführt. So, ne. Und natürlich Spendierhosen an und dann so einen Jungen auch aus Deutschland dabei. Später sind wir mal nach Holland gefahren und ich habe, ich glaube, ein Afro-Tape oder Dynamite Deluxe, ich weiß nicht, irgendwo hatte er ein Feature-Paar, Gentleman. Den kenne ich! Mit dem war er in Jamaika unterwegs, mit dem hat er die 10.000 Mark verbraten, mit Gentleman. Er hat doch original, also die Geschichte ist köstlich, ich krieg die nicht mehr ganz voneinander, wie die da durch den Dschungel geturnt sind und. Und er hat damals schon gesungen auch, deswegen hat er die Stimme sofort erkannt, aber in Deutschland war noch jung, ne? War noch wahrscheinlich vor seiner Karriere irgendwie, das muss Mitte 90 irgendwann gewesen sein, Anfang Mitte 90 war das wohl. Kann sich Gentleman bestimmt auch noch dran erinnern, den Hippie, den vergisst du nämlich nicht in deinem Leben, wenn du 4 Wochen mit ihm unterwegs bist. Das ist eine Nummer für sich. Na egal, das ist Wolle. Und das war dann mein Fahrer Nummer 2.
Wolle hat überhaupt gar kein Interesse. Ihm war das eigentlich, das war's, er wollte keinen Kunden haben. Das fühlte sich doof für ihn an. Der wollte lieber für mich dann einfach nur Kunden beliefern, okay. So, da habe ich nichts mit zu tun. Ich gebe das ab und soll das und das dafür nehmen. Zählen kann er ja. Und dann bringt er mir das Geld zurück. So, das war seine liebste Aufgabe. So einfach und so wenig wie möglich. Autofahren ist cool. Aber mit dem Geschäft wollte er nichts zu tun haben, im Grunde, obwohl er voll mitspielt. Ne? Das war ganz merkwürdig für mich, dass der sich auch regelmäßig gewehrt hat, was zu nehmen, ne? Geld dafür zu nehmen. Oder ja, er sagt nichts, kann die Miete nicht bezahlen. Mensch, bezahle ich eben. Was kostet die Bude? 300, 400 Mark, 500 Mark, bezahle ich dir eben. Sag doch was. Ich hab doch keinen Bock, dass mein Fahrer auf der Straße sitzt. Er fährt nüchtern dann. Also der kifft tatsächlich nicht, wenn er vorher eine Tour hat. Das passiert morgens meistens, vormittags passiert Geschäft. Extra auch, damit er danach seine Ruhe hat. Ne? Ich will das auch morgens am besten im Berufsverkehr erledigt haben, so ein Scheiß. Der wird da morgens nicht anhalten. Das ist einer von 50.000, die zur Arbeit fahren morgens. So. Und ich gucke schon, dass er zur passenden Zeit auch seine Dienste verrichtet. Und dann kann er sich wieder bis nachmittags hinlegen, ist mir doch egal. Mache ich vielleicht auch, weiß ich noch nicht. Mal gucken, Geld genug haben wir ja gerade schon verdient, morgens früh um 8 oder um 7. Ja, das konnte der tatsächlich, der konnte auch aufstehen, alles, das schafft er ja heute auch, ne? Gift immer noch wie ein Tier. Also, das schafft er trotzdem, er steht auf. Jetzt, wo er LKW fährt, sogar steht er auf und kifft den ganzen Tag nicht, bis seine Tour abgeschlossen ist. Und dann raucht er. Also der kifft nicht, bevor er fährt. Also der ist ja jetzt mittlerweile auch bald 50. Ne? Irgendwann muss ja auch mal gut sein. Und er ist halt immer noch ein Hippie. Er ist mit kurzen Haaren, sieht sehr gepflegt aus mittlerweile. Ne? Also hat sich schon was verändert. Er hat auch eine gute Frau gefunden, wo er nicht Zigaretten holen geht. Das hat mir irgendwann erst nur auf dem vorletzten oder vorletzten Geburtstag seine Zigarettennummer. Die kommt fast immer wieder, weil die ist einfach königlich. Aber wenn er sie erzählt, vor allem ist sie noch viel geiler. So schmeißt dich weg, raus deine Fresse dazu. Du siehst ihm heute noch die Angst, die er vor der Frau gehabt hat. Wenn er es erzählt. Und den Spaß, den er danach hatte, die 10.000 zu verbrannt. Scheiß auf dich, blöde Kuh. Ja, aber ich habe keine Ahnung, was ihn motiviert hat damals. Wir mochten uns einfach, wir haben gerne Zeit miteinander verbracht. Und wenn du mit mir rumhängen willst, gehört das leider dazu. So, ich habe jetzt sonst keine Zeit für dich. So, also entweder machst du mit oder bleib da, steig nicht ein. Ich fahre auch ohne Führerschein. Ich brauche dich eigentlich nicht. So, ist trotzdem gefährlich, ob er nun fährt oder nicht. Wie gesagt, er ist trotzdem Gefahrenpotenzial. Aber tja, ich habe sonst keinen auch gerade. Ne? Ist auch ein Problem, einen guten Fahrer zu finden. Und das hat ja also mit ihm auch sehr gut funktioniert. Wie gesagt, am Anfang ein paar Diskussionen und dann war das gut. So, dann wusste er, okay, so läuft das Spiel. Wenn ich das und das mache, ist alles cool. Dann haben wir coole Freizeit hinterher zusammen. Wenn du dicht bist, geht nicht mehr. Und wenn wir Hunger haben, rufen wir einfach Pizza, bringen den zu an. Und wenn wir dann noch irgendwo hinfahren wollen, rufen wir uns einfach ein Taxi. Dem hat das Spaß auch gemacht, dieses Outlaw-mäßig gesetzlos. Das war für ihn auch ein Trip, ne? Hat er mir dann ja auch später erzählt. So, da hat er schon seine Freude dran gehabt, so, ne? Er kannte das ja mit Gras und Haschverkauf und so, das ist ein Hippie, das ist nichts Neues für ihn, ne? Irgendwie, aber die Dimension, das war was völlig Neues für ihn. So mal 100 Gramm irgendwo holen, wegbringen, sich 10 Gramm abbrechen, das ist Standard gewesen schon für ihn. So, er kifft halt, ne? Und hat kaum Geld, also muss man schon Botengänge für Leute machen, die Handeln treiben oder sonst was. Das war also schon ganz normal für ihn.